Biox 3. Ist das nicht das Zeug, das Tombstone als Kind erwischt hat? Was will er jetzt damit? Da ist es wie Obelix, dass er immer mehr davon haben will. Wie mit dem Zaubertrank. Cooler Auftritt. Auf geht's, los! Ja. Ich bin hier, ich bin hier. Das Zeug ist sicher nicht gegen Asthma. Nö. Sieht nicht so ganz gesund aus, was er da tut. Aber so ein Motorrad im Gesicht ist auch nicht so ganz gesund. So, Jungs, ich habe noch mehr Motorräder für euch. Die kann man sogar mehrfach verwenden. Das nennt man dann wohl Recycling. Seht ihr? Zweimal kann man die verwenden. Praktisch, oder? So, den ersten hätten wir erledigt. Jungs, zieht nicht so Zeug durch. Das ist doch ungesund. Ich finde es auch schön, dass ich es danach immer so demonstrativ auf den Boden schmeiße. Au! Ich wurde angefahren. Man hat mich angefahren. Unverschämtheit. So. Mehr Typen, mehr Drogen. Man sollte den Leuten mal die Gefahren von Gruppenzwang erklären. Habe ich den gerade schon erwischt, während der andere noch drauf saß? Nee, oder? Ich versuche mich immer umzufahren. Das ist gefährlich, Jungs. Pass doch mal auf. So. Aber so ein Motorrad im Gesicht ist vermutlich auch gefährlich. Ah, Mist. Ich dachte, ich kriege ihn noch. Ich hatte schon gesehen, dass er mich angreift. Nein, falsche Richtung. Da ist doch der Gegner. So, haben wir noch jemanden? Da hinten läuft noch einer. Der läuft aber auch nicht mehr lange. Oh, es kommen noch mehr Motorräder. Ich höre Motorräder. Kann man die nicht einfach gleich von ihrem Motorrad runterziehen? Das wäre irgendwie praktischer. Nein, du schießt nicht auf mich. Na, wer hat Lust auf Kisten? Kisten für alle. Und noch mehr Motorräder für alle. Immer wieder witzig. Also das Kampfsystem, muss man sagen, ist echt cool bei dem Spiel. Wenn man es mal so ein bisschen raus hat, sagt er und hat natürlich sofort direkt einen eingesteckt, um zu beweisen, dass es nicht raus hat. Oh, weißes Motorrad. Auch ein weißes Motorrad explodiert. Bam. Na? Ich befürchte, die Drogeninhalatoren und das Diox 3 gehören zusammen. Ich sollte mir mal einen dieser Inhalatoren genauer ansehen. Na dann. Analysieren wir mal die Inhalatoren. Erinnert mich so ein bisschen an Mad Max, an diesen Hauptschurken. Bösewicht. Also bei Mad Max Fury Road, der da auch mal so ein Zeug reinzieht. Ja, wo ist denn einer? Nehmen wir zum Beispiel mal den hier. Hm? Okay. Bewegen. Okay, was steckt in dir? Ah, wir machen mal wieder so eine DNA-Analyse oder irgend sowas. Nee, Substanzanalyse. Okay. Hat mir ja schon direkt gefehlt gehabt. So, ja, wir müssen die zusammen addieren und subtrahieren, um da was Tolles rauszukriegen. So, machen wir zum Beispiel dann mal das hier und dann bauen wir das da dazu und tada! Okay, war wohl nicht das Richtige. Doch, war doch das Richtige eigentlich, oder? Das in der Mitte müssen wir nur irgendwie rauskriegen. Warte, das ist in der Mitte. Das tun wir raus. So, wunderbar. Das sieht schon mal gut aus. Lass mich raten. Hier brauchen wir das Viererding. Ja, das Viererding brauchen wir da. Und dann ziehen wir von dem Viererding noch einen ab. Und weil wir schon beim Abziehen sind, ziehen wir den zweiten auch noch. Ziehen wir den zweiten auch noch ab. Sorry. Ich meinte natürlich den hier. Tada! Muster gefunden. Analyst Drabu hat es mal wieder geschafft. Diox 3 plus Designer-Amphetamine. Kenn ich Minecraft? Nee, nie gehört. Was ist das? Kann man das essen? Cleveres Rezept für vorübergehende Unverwundbarkeit. Bin beeindruckt und besorgt. Für das Zeug gibt es auf der Straße einen gewaltigen Markt. Und Tombstone ist der einzige Lieferant. Wenn du eine Mission aufgibst, verlierst du den gesamten Missionsfortschritt. Bist du sicher? Ich will die Mission? Ich könnte wohl eine Gegendroge herstellen. Machen. Was wohl Laborgeräte in dem Laster da gibt? Ah, wir können hier noch mehr tun. Na dann. Basteln wir mal ein Zeit bisschen. Für improvisierte Wissenschaft. Basteldrabu am Start. Da, eine Einzeldosis der Gegendroge. Muss sie nur noch testen. Na, da opfern sich doch bestimmt gleich welche freiwillig. Vielleicht sollte ich Tombstone in seiner Werkstatt besuchen. Solltest du vielleicht machen. Schauen wir mal. Ah, das ist eh gleich hier, glaube ich, die Werkstatt, oder? Ja, ach komm, wenn wir schon. Wenn wir hier gerade die Tombstone-Mission machen, dann machen wir die auch fertig, oder? Doch, bin ich voll dafür. So schöne Tombstone-Missionen hier.
Eine nach der anderen wird erfolgreich gemacht. Whee! Ich kann mich so schön schwingen. Oh, da unten ist auch irgendein Einsatz noch. Die Stadt ist in Aufruhr. Oh, nicht schon wieder auf Outfit wechseln. Och, Jungs und Mädels. Kann man, sag ich mal, irgendeinen Anzug basteln? Ne, da muss ich andere Nebenmissionen machen, glaube ich, um irgendwas freizuschalten. Den da haben wir, oder? Ja, den habe ich tatsächlich. Oh, wunderschöner Anzug, oder? Ah, ne, den kann ich hier. Ah, okay, den kann ich herstellen. Die anderen kann ich alle nicht herstellen, ne. Na gut, dann stellen wir halt mal wieder einen neuen Anzug her. Ah, unfassbar sexy der Anzug, oder? Super. Naja, so, jetzt habt ihr auf jeden Fall mal wieder einen neuen Anzug. Damit sich ja keiner beschweren kann. Also, beschweren kann sich immer jemand, aber... Jetzt habt ihr einen Grund weniger, euch zu beschweren, sagen wir es so. Weil ich von Transformers-Filmen halte. Oh, ist eigentlich ganz witzig. Ganz gute Popcorn-Unterhaltung. Würde ich jetzt nicht meine Lieblingsfilme nennen, aber im Kino sind die schon immer ganz nett mal anzuschauen. Ich glaube, ich habe sogar alle Transformers-Filme gesehen. Gespaltene Persönlichkeit gezeigt. Das ist Unfug und eindeutig ein Versuch, ihn der Verantwortung für seine Verbrechen zu entziehen. Nur ein Idiot würde glauben, dass er einmal Mr. Positive ist und den Armen mit einem Lächeln hilft und dann wieder Mr. Negative, der, Moment mal, Negative, du Genie, Jared, du Genie, sofort rechtlich schützen lassen. Wie ich eben sagte, war Martin Lees böse Seite, oder wie ihn mittlerweile alle nennen, Mr. Negative, schuld am Bombenattentat auf das Rathaus. Na dann, machen wir mal einen kleinen Werkstattbesuch. Oh, hier haben wir hier was dagegen, dass ich ihre Werkstatt besuche. Ach nee, so einer. Ach komm, lass mich. Zeit, Tombstone lahmzulegen. Gegen die haben wir noch gar nicht. Also wir haben mal kurz gegen sie gekämpft, aber gar nicht so richtig. Man muss Sable Agents einfach lieben. Tauchen immer auf, wo es am wenigsten passt. Oh, das waren sogar noch mehr, die hier sind von denen. Au. Oh, das ist neu, das Rote. Na. Wer hat noch Lust, ein bisschen Prügel einzustecken? Du auf jeden Fall. Oder doch eher du. Na, erstmal nehmen wir deine Waffe weg. So, und dann schwingen wir euch gleich. Schwingen man sich noch gleich zu euch. So, deine Waffe sollst du hergeben. Hört mir doch einmal zu, Kollegen. Ich hoffe, ihr habt alle etwas gelernt. Aber ich weiß es besser. Ja, das stimmt. Die geben leider nicht so schnell auf. Hat sich's ausgesabelt. So, sollen wir nochmal die Motorräder umschmeißen? Nee, die sind zu schön zum Umschmeißen. Die schmeißen wir jetzt nicht um. Okay. Sieht einladend aus, der Eingang. Wir gehen rein. Werde ich mich über ein Star Wars The Force Unleashed 3 freuen? Natürlich. Die Filme von Marvel habe ich auch alle. Nee, Doctor Strange habe ich damals nicht im Kino gesehen, aber gesehen habe ich sie alle, die Filme. Der wütende Drogenbaron ertrank allein. Klingt wie ein Gedicht. Wenn du das sagst. Ich war nie so der große Leser. Wie bist du überhaupt an Martin Lee gekommen? Ich bin der Beste. Ich gehe nicht hausieren. Man kommt zu mir. Na, wer hat Lust auf Kisten? Weißt du, wenn du dich zusammentun möchtest, können wir echt was reißen. Oh, bin geschmeichelt. Aber dieses Ausnutzen von Leid ist nicht so mein Ding. Ich muss ihn müde machen, dann kommt die Gegendroge. Ups. Können wir die nicht gleich schon nehmen, die Gegendroge? Erstmal Motorrad an den Kopf schmeißen. Wow. Ich bin doch ausgewichen. Ja, der hat so ein das Reichweiten, so ein Damage over. Tombstones HD anprügeln, dass er es spürt. Ob Überfläche. Die Gegendroge wohl wirken würde? Jungs, na los doch! Weißt du noch unser letzter Tanz? Ist ein Team wieder in Ordnung? Es zieht, wenn es regnet. Sonst super, dass du fragst. Vor dem Einsatz der Gegendroge muss ich Tombstones Bande ausschalten. Oh, jetzt schießen die auch noch auf mich. Spielverderber. Ah! Magst du mein neues Produkt? Es heißt Grabesstaub.
Hast du den Namen von deiner Marketingabteilung? Ich bin die Marketingabteilung. Ich muss seine Leute ausschalten, dann kommt die Gegendroge. Oh, schon wieder vom Motorrad überfahren worden. Geht doch nicht. So, Jungs. Ihr müsst euch leider noch... Ich muss zuschlagen, wenn sie nachlässt. Okay, heißt, man kann die Gegner nicht besiegen, wenn sie gerade in diesem Drogenmodus sind. Alles klar. Na gut. Nein! Spider-Man benutzt Netze. Wer hätte das gedacht? Völlig unerwartet, was hier passiert. Spider-Man und Netze. Oh mein Gott. Als nächstes noch Batman und Fledermäuse. Oh, Lonnie, reif? Hast wohl Sport geschwänzt. Er wird langsam, fast geschafft. Au. Oh. Oh, Motorrad noch rechtzeitig angezogen. Na komm. Ich habe gesagt, ich habe Dr. Strange gesehen. Ich habe es noch nicht im Kino gesehen, den Film. Das gibt eine dicke Explosion. Und er blutet. Er ist verwundbar. Und er hat schlechte Laune. Nö, Dr. Strange-Spiel gibt's nicht, meines Wissens. Gegen Droge wirksam. Zeit, ihn auszuschalten. Was zum Geier hast du mir verpasst? Oh, weißt schon. Partikelentlockungsmittel. Das Übliche. Ah, komm, Ghost Rider, geh weiter. Ah. Nichts mehr, was ich in den Kopf werfen kann. Dann müssen es die Fäuste wohl mal wieder tun. Tust mir wirklich weh. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal passiert ist. Willkommen daheim bei den Sterblichen, Lonnie. So, reingeprügelt. Beenden wir es. Ja, der hat aber was dagegen, wenn wir es hier beenden. Soll meine Zunge komisch sein? Oh, ja, absolut. 100% normal, glaube ich. Hoffentlich hat unser Zeug nicht noch irgendwelche Nebenwirkungen auf ihn. Ja, man kann ihn echt nicht so oft treffen. Aber wir haben ja noch ein paar Netze auf Lager. So, da ist er uns ins Netz gegangen. Aber leider nicht genug. Oh, 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 oh. Aua, nicht beißen. Der Mann versteht keinen Spaß. Ich wollte ihm doch was gegen den Kopf hauen. Irgendwann mal was Gutes, Lonnie. Eine Suppenküche leiten oder sowas. Ha, erst wenn Suppe Knete bringt. Oh. Oh, es gibt bestimmt gut Suppenküchen, die auch gut Geld verdienen. Ah, oh, nee, der letzte Schlag schon wieder. So, Lonnie. Nein, weg das, Spidey. Lonnie hat schlechte Laune. Aber genau so mag ich es hin. Toller Kampf. Tolle Herausforderung. Wir beide sind so unterschiedlich. So, da, jetzt muss er doch mal langsam genug haben. Oder? 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 Nein, nein, hat er nicht. Er hat nicht genug. Ah, geh weg mit deiner blöden Lasso. Gehst du weg. Ich hab definitiv genug von deinem Lasso. Na, endlich. Also sind deine Tage als irrer Drogenbaron gezählt? Bitte? Klar. Fürs Erste. Aber war echt der Hammer. Das sehe ich anders. Das ist neu. Man darf wohl nicht hoffen, dass du es jetzt ruhiger angehst als, naja, Sterblicher. Keine Chance. Die Gefahr macht es nur noch besser. Krasser linker Haken. Freue mich auf den Rückkampf. Lass mal. Ich mag dich. Ja, beruht nicht so ganz auf Gegenseitigkeit, glaube ich. Tombstone Takedown. Sehr schön. Wir haben eine weitere Nebenmissionskette abgeschlossen. Wir haben noch von diesen Foto-Scan-Dingern. Da müsste noch eine Mission offen sein, wenn ich das richtig sehe. Oder richtig im Kopf habe, besser gesagt. Today.
Okay, das war dramatisch. Wie lange Tombstones Kräfte jetzt wohl inaktiv sind? Wohl nicht lange genug. Aber gute Arbeit fürs Erste, Pete. Wir können stolz auf uns sein. Na, wir haben ja Fähigkeitenpunkte. Können wir auch mal wieder was machen hier. Schauen wir mal, was wir hier Schönes machen können. Mittlerweile haben wir ja schon einiges zu verbessern. Was haben wir hier? Okay. Raketen können wir sogar auf Gegner zurückwerfen. Okay, ja, warum nicht? Nachdem sie uns die gerne mal an den Kopf schießen, die Raketen. Verbessert Fokusgenerierung bei hoher Kombo-Punktzahlen. Okay. Was haben wir hier noch Schönes? Verlangsamt die Zeit, bevor du einen tödlichen Treffer einsteckst. Okay. Was gibt's hier drüben noch für Zeug? Netzschwinger. Luftangriffe fügen zusätzlichen Schaden zu und generieren mehr Fokus. Na, warum nicht? Was haben wir hier noch? Okay, Lufttricks brauchen wir halt echt eigentlich nicht. Okay. Da gibt's noch neue Luftkampf-Moves. Sehr gut. Gegner mit Schilden können wir jetzt auch umhauen. Mit Schwung. Okay. Luftschleuderangriffe schleudern Gegner in der Nähe zurück. Alles klar, ist aber zu teuer. Können wir uns momentan noch nicht leisten. Na gut. Muss dann erstmal reichen. Naja, immer noch mal wieder ein paar Fähigkeiten verbessert. So. Da hat jemand das Spiel mit 100% mit einem Anzug gezockt. Kann ich verstehen. Weil wenn man es 100% zockt, dann schaltet man ja auch die Anzüge frei. Dann kann man die anderen schon mal spielen. Oh. Das war unerwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass er mich im Flug erwischen. Nicht cool, Jungs. Nicht cool. Was sind wir denn hier schon bei der... Nein, 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 nein. Ausweichen, ausweichen. Uncool, uncool, Jungs. Uncool, uncool, uncool. Das ist ja echt schrecklich. Man kann nirgendwo mehr hinlaufen, ohne sofort abgeschossen zu werden. Da war gerade noch eine Taube. Wo gehen wir denn hin? Ich glaube, das ist unsere nächste Hauptmission. Was war das für eine Nebenmission? Fehler, Datei nicht gefunden. Nebenmission, okay. Aber wir haben sogar noch mehrere Nebenmissionen jetzt freigestellt. Das ist jetzt auch noch eine neue Nebenmission. Machen wir mal wieder eine Hauptmission, oder? Jetzt haben wir gerade so viele Nebenmissionen gemacht. Machen wir wieder eine Hauptmission. Schwingen wir uns mal da runter. Die Punkte haben wir ja mittlerweile alle freigeschaltet. Also die Türme. Das heißt, die Stadt ist komplett freigeschaltet. Es ist passiert, Leute. Genau wie ich es gesagt habe. Erinnern Sie sich an die Irren, die aus Rikers Island ausgebrochen sind? Natürlich erinnern Sie sich an sie. Dank Spider-Man, von dem diese Psychos angezogen werden wie Motten vom Licht, hatten wir sie alle direkt vor der Küste von Manhattan. Hätte uns doch nur jemand vor dieser schlechten Idee gewarnt. Moment, hab ich ja. Also, hören Sie mir jetzt zu. Verriegeln Sie die Türen. Bewaffnen Sie sich mit allem, was Sie in die Finger bekommen. Jetzt ist sich jeder selbst der Nächste. Dazu noch Meldungen, dass dieses Teufelsatemzeug schon wieder gestohlen wurde? Ich habe das üble Gefühl, dass das alles nur noch schlimmer wird. Ja, das könnte man fast annehmen, dass hier alles schlimmer wird. Wenn man sich hier so in der Stadt umschaut, weiß man aber nicht mehr, wie viel schlimmer es noch werden kann. Das Chaos ist ja definitiv jetzt schon komplett ausgebrochen. Oh, apropos Chaos. Nein, ihr schießt mich nicht ab. Da bin ich stark dagegen. Waren gerade schon wieder die gemeinen Sniper. Das ist keine lustige Beleuchtung des Abendhimmels. Nein, das sind Sniper, die da auf mich schießen. Aber die nächste Mission ist irgendwo beim Chrysler Building da vorne. Ne, Empire State ist es. Entschuldigung, Empire State. Chrysler ist das andere. Das, was die runden Dinger da außenrum hat. Da, oder? Ich verwechsel die beiden immer. Ne, das ist Empire State. Ne, das ist Chrysler, oder? Ach, shit. Schau mal nach. Steht nicht da, oder? Doch. Doch, das ist hier schon. Ich meine Empire State gerade gelesen zu haben. So, Empire State Building. Doch, das ist schon Empire State. Habe ich schon richtig gesagt. Das andere ist das Chrysler Building. Das mit den runden Dingern oben. Also, das da drüben, was ein bisschen runder ist. So, wir müssen ganz nach oben aufs Empire State Building. Was natürlich auch ein bisschen höher ist. Irgendwo fliegt noch eine Taube. Wie Spiel magst du mehr? Das oder der Fallen Order? Ja, Fallen Order. Tut mir leid, aber Star Wars Spiel ist immer... Okay, Captain, hab den Überblick. Besser. Los. Rhino greift die Upper West Side an. Electro die Upper East Side. Du musst das Ruder herumreißen. Such's dir aus, du wirst überall gebraucht. Okay, gut zu wissen. Na dann, was machen wir als Nächstes? In die Taufe. Nehmen wir die Mission, die näher dran ist. Wuhu! Ist das cool oder ist das cool? Ist das cool oder ist das cool? Das wäre fast gar nicht mehr cool gewesen. Ich dachte, wir knallen genau auf diese Kante. Das Veteranenzentrum in Harlem. Was ist los? Männer
aus Rikers fordern Essen und Vorräte. Das Personal hat sich verbarrikadiert und braucht Hilfe. Miles und ich wollen versuchen, sie zu evakuieren. Unternehmt nichts, bis ich da bin, May. Wir sehen uns in Harlem. May klingt erschöpft. Hoffentlich ist sie nicht krank. Ich muss Yuri helfen und dann nach Harlem. Endlich wieder nach Harlem. Wusstet ihr, dass da die Hochbahn fährt? Ach ja. Yuri, nähere mich dem Revier an der Upper East Side. Gut. Elektro und die Dämonen kesseln meine Männer ein. Die Lage ist kompliziert. Du siehst es, wenn du da bist. Yuri Watanabe, Herrin der Spannung. Schicke Tennis. Dinges. Wobei, war es gerade Tennis? Könnte auch so ein Mini-Fußballfeld gewesen sein. Bin mir nicht sicher. Aber gerade andere Probleme. Oh, ich glaube, wir haben Elektro gefunden. Kriegt jedenfalls vieles dafür. Ja, das sieht sehr elektronisch aus. Links ist das Leichtere, wurde mir gerade geschrieben. Tja, dafür ist es leider zu spät. Jetzt müssen wir uns dem starken Gegner stellen. Das ist nicht gut. Trafus lad das Gebäude auf. Die Polizisten sitzen darin fest. Uiuiuiui. Yuri, kompliziert war noch untertrieben. Ich muss die Trafus deaktivieren, damit deine Leute raus können. Selbst wenn du das schaffst, brauchen wir deine Hilfe bei den Dämonen. Darum bin ich hier. Um deine sämtlichen Strom- und Dämonenprobleme zu lösen. Alter. Richtig nervig hier, die Herren. So. Einmal umhauen, das Ding. Nein, wie mache ich die kaputt? Nein, wir bleiben bei denen. Oh, Gegner. Irgendwo ist ein Gegner hier noch. Oder? Keine Gegner mehr da. 5 Transformatoren. Mit meinen Netzen sollte ich sie zum Überhitzen bringen können. Ach, mit den Netzen muss man sie kaputt schicken. Dieser Burschen. Alles klar. Na dann, auf zum nächsten Tor. Ich hab's kommen sehen, ich hab's kommen sehen. Oh, Zeitlupe. Verkackt. Aber es sah zumindest cool aus. So, wie viele Gegner sind hier? Ah, ihr seid hier. Das war auf jeden Fall ein cooler Einstieg. Ich glaube, der war noch nicht erledigt. Nein, nicht großer. Nein. Oh, groß. Große Gegner bedeuten große Schmerzen. Nein. Box die Gegner doch einfach mal weg. Spidey weg. Ausweichen, Spidey. Ich sehe nichts. Alles rot hier. Ich springe vom Dach. Das ist mir zu gefährlich. Genau, jagt euch mal gegenseitig in die Luft. So, ein bisschen Lebensenergie wieder aufgeladen. Wäre fast aus der Mission rausgekommen hier. So, hab was für euch. Oder genau gesagt für dich hier. Irgendwo muss der Große noch sein. Da ist der Große. Na, mein großer Freund. Wow, au. Wow, Spidey, ausweichen. Wir haben noch mehr für dich. Ich will ihn jetzt eigentlich nicht so gerne in Nahkampf wieder angehen, den Typen. Weil wir viel zu wenig Lebensenergie haben. Ich versuche ihn jetzt möglichst mit anderen Sachen umzuhauen oder so. Er hält aber auch echt viel aus. War's das? Ja, das war's. Knappe Angelegenheit. Noch nicht kaputt. Jetzt kaputt! Fertig, noch drei. Mann, Elektros komplizierte Superschurken-Eskapaden habe ich echt nicht vermisst, als er im Raft war. Die Polizei mit Energietransformatoren lahmzulegen. Wer macht sowas? Spoiler, Elektro macht sowas. Ach, komm. Oh, 5 Lebensenergie ist ein bisschen wenig. Die Rakete kam unerwartet. Da war ich gerade noch so damit beschäftigt, das Dach hochzurennen, weil ich die Rakete nicht gesehen habe. Ja. Ärgerlich. Mal schauen, ob wir jetzt alle 4 wieder kaputt machen müssen. Wahrscheinlich sollte ich nicht kämpfen, sondern einfach nur die Netze draufballern, oder? Kompliziert war noch untertrieben. Ich muss die Trafos deaktivieren, damit deine Leute raus können. Wenn du das schaffst, brauchen sie deine Hilfe bei den Dämonen. Darum bin ich hier. Um deine sämtlichen Strom- und Dämonenprobleme zu lösen. 2 fertig, noch 3. Mann, Elektros komplizierte Superschurken-Eskapaden habe ich echt nicht vermisst, als er im Raft war. Die Polizei mit Energietransformatoren lahmzulegen. Wer macht sowas? Selbst der Heli ist gegen uns. Na, wunderbar. Das war knapp. So, ich wollte eigentlich... eigentlich wollte ich das Ding gerade ausschalten. Wie haben sie den überhaupt befestigt? Und fliegen kann man damit bestimmt auch nicht so leicht. Haben die etwa extra für diese Sache geübt? Fragen über Fragen.
Ich verlasse die Mission. Ich verlasse nicht die Mission. Ich versuche das Ding zu stoppen da vorne. Das ist wohl, würde ich mal behaupten, Teil der Mission. Was passiert, wenn ich durch diese Elektro-Dinger durchgehe? Ich möchte es nicht herausfinden. So, da müsste es echt genau auf mich zukommen. Ja, tut er. Also gar nicht so langsam, der Heli. So, gleich sind wir dran hier. Ausgewichen. Schon wieder ausgewichen. Aber ausweichen reicht leider nicht nur. Wir müssen leider mehr als nur ausweichen. Wir müssen leider auch noch das Ding da oben abschießen. Los, Spidey, nach oben mit dir, nach oben mit dir. Jetzt sind wir nah dran. Gut, noch zwei. Was? Immer noch zwei. Oh, wo sind denn die anderen beiden? Ach, da unten ist einer. Ah, die sind da am Boden. Na dann. Im Fallen, Spidey. Im Fallen. So. Jetzt fehlt es nur noch einer. Um das Ganze hier zu beenden. Oh. Ja, ich spiele momentan WoW, aber nicht auf YouTube. Ach, ganz. Hey, das ist denn der letzte. Ah, da oben ist er. Sehen. Der ist auf dem anderen Dach da noch drauf hier. Haha, haha. Den Anzugmodus sollte ich mal machen. Ja, stimmt, das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Aber jetzt geht's auch so. Boom. Geschafft. Sie sind frei, aber die Dämonen geben nicht auf. Ich muss helfen. Juhu! Waffe abgenommen. Oh, die mit Schild. Die gab's auch schon länger nicht mehr. Aua. Die gab's leider auch schon länger nicht mehr. Das heißt leider, die habe ich nicht vermisst. Nicht die Granate. Nein. Ah, was zur Hölle. Lass mich in Frieden. Das drehen sie auch völlig durch, die Gegner. Tja, dann ist der beste Schild nichts, wa? Also den Gegnern die Waffen wegzunehmen, ist definitiv die beste Fähigkeit, die ich freigeschaltet habe. Wir versuchen hier ein bisschen Fernkampf zu machen. Mann, oh, jetzt wollte ich ihm gerade... Man kann sie mit ihrem eigenen Schild umhauen, das ist auch witzig. Und die heben ihre Waffen wieder auf. Spielverderber. So, können wir die Granate nehmen? Ne, Granate konnten wir nicht nehmen, da haben wir gerade in die falsche Richtung geschaut, leider. Nein, 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 die Attacke! Hätte also fast schon wieder gemacht, die Attacke. So, der hat eine die Fokusleiste einmal voll, das bedeutet einer... Einmal voll auf den drauf. Nein, nicht auf den, auf den anderen. Ah, wollte doch den da haben. Der ist nämlich deutlich nerviger. Wow, genau deswegen ist er nervig. Oh, das läuft schon wieder gar nicht gut hier. Oh, Granate, Granate, Granate. Hat jemand Lebensenergie für mich übrig? Ich bräuchte ein bisschen Lebensenergie. Ah, jetzt lassen sie mich gerade wieder ein bisschen in Ruhe, das ist gut. Schlagen wir sie wieder ein bisschen mit ihren eigenen Waffen. Du willst mir doch bestimmt deine Waffe geben, oder? Nein, willst du nicht? Schade. Hätte ich ganz gerne gehabt, die Waffe von dir. Dafür kriegst du Mülleimer! Dammit. Aber momentan kann man noch ganz gut ausweichen. Die schießen schon wieder. Granate für alle! Zum Beispiel für dich! Genau, ich wusste doch, dass du eine Granate willst. Jetzt immer ganz nett, wenn sie mir so beim Kämpfen zuschauen. Einfach... Du gibst jetzt mal deine Waffe her. Du machst mir hier zu viel Schaden immer. So, müssen wir uns mal hier direkt reinspringen in den Kampf. Wir sind... Nein, nicht der schon wieder. Nicht wieder. Nein, 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 nein. Dass wir dem in den Kampf reinspringen, war so im Nachhinein nicht so die cleverste Idee. Dem müssen wir mal eine blöde Waffe wegnehmen. Der regt mich am meisten auf. Nein, nicht die Granate, nicht die Granate. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Aber langsam werden die Gegner echt eklig. Muss ich sagen. Die waren schon mal deutlich sympathischer, die Gegner. Meine Gegner waren sie immer, also so richtig sympathisch waren sie nie, aber... So, jetzt vielleicht doch mal den... Ach, jetzt schießen sie auf den, okay. Müssen wir doch mal den Anzugmodus gut verwenden. Au! Jetzt gehen wir mal kaputt, Mensch. Yuri, deine Männer sind sicher. Was jetzt? Komm zur Upper West Side. Wir schützen die Zivilisten, aber Rhino macht es uns nicht einfach. Das tut er nie. Bin schon unterwegs. Ja, Spider-Cop hat mir wieder den Tag gerettet. Sprachnachricht von Miles. Pete, hey Pete. May wollte, dass ich dich anrufe. Beim Veteranenzentrum läuft's nicht gut, Mann. Streiflinge wollen die Türen aufbrechen. Mary Jane ist hier. Wir bringen die Leute durch den Keller raus, aber wir brauchen Hilfe. Ich hoffe, du bist bald da. Ich muss mich mit den Revieren beeilen und dann nach Harlem. Alle Einheiten, entflohene Häftlinge stehlen Nahrung aus einer Vorratsstation.
Ja, ja. Gleich kommt Harlem. Vorher kommt noch Rhino. Rhino Time. Whee! Du hast Mittag gegessen und warst eine Zeit weg. Alles klar. Ich habe nicht Mittag gegessen. Ich war hier die ganze Zeit da. Na gut. Vielleicht mit zwei Toilettenpausen. Nicht, aber. Oi! Oi, da vorne brennt aber einiges. Da brennt nicht nur der Hut. Alle Einheiten. Bewaffnete greifen Polizeiwagen an. Alle Officer bei Feuerwache. Bitte bestätigen. Irgendwie süß, dass sie ihre Freunde retten wollen. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.